Ja, hallo Schnuggis! Unser geil schnuggeliger Fremdschirm-Test hat Wahnsinns-Neuigkeiten. Ist hochaktuell, gerade aus dem Kasten geholt. Das Buch ist da. Und nachher kriegt ihr wieder ein bisschen Musik und ein paar Auszüge und so weiter und so fort. Danke! Schnuggis, wie geil war das denn? Fremdschirm-Jazz! Kapitel Sorgen. Wann haben Sie das letzte Mal Dinge gedacht wie: Was soll ich nur machen, wenn ich gefeuert werde? Was wird aus meinen Kindern, wenn ich plötzlich sterbe? Wer soll bezahlen, wenn meine Eltern mal ins Altersheim müssen? Und warum hat mich der Nachbar eigentlich so schief angeguckt? Haben Sie solche bedrückenden Gedanken oft? Leiden Sie gegebenenfalls darunter? Experten raten Menschen, die mit Grübelei zu kämpfen haben, jedes Mal, wenn sie sich dabei ertappen, aufzuschreiben, was sie in dem Moment gerade taten. Das Ergebnis ist meist das folgende: Nichts. Warum? Weil ein beschäftigter Mensch gar nicht an Sorgen denken kann. In dem unglaublich hilfreichen Buch Sorge dich nicht, lebe, gibt es ein Kapitel, das Berichte berühmter Personen, die der Autor Dale Carnegie eigens hierfür befragte, enthält. In jedem Kapitel gibt eine andere Persönlichkeit ihre eigene Strategie für den Umgang mit dunklen Geistesphasen preis. Dabei kommen wirklich interessante Methoden zum Vorschein. An einer Stelle im Buch wird berichtet, wie mal ein Besucher einer Nervenheilanstalt sich darüber wunderte, wieso er dort Gruppen von Insassen beim Flachsspinnen vorfand. Eine Schwester erklärte ihm, dass die Insassen beschäftigt gehalten werden würden, um sie von ihrem Unglück abzulenken. It's all about music and the soul. Für unser Jahresziel von 425 Schnuggis bis zum letzten Dezember fehlen uns 161 Schnuggis. Wir haben derzeit nämlich 264. Letztes Mal hatten wir 2200 Euro 37,03 €. Jetzt haben wir 2384,49 €. Und natürlich bin ich ja schon ganz gespannt auf dein Buch und hoffe natürlich dann auch von dir ein Exemplar zu erhalten mit einer persönlichen Widmung. Ja, es war geil schnucklicher Fremdschirm-Jazz. Ein total befriedigendes Gefühl, dieses Buch in den Händen zu halten letztendlich mal. Und der Grund, warum ich noch keinen Verkaufslink oder sowas für euch habe, ist, das war jetzt erstmal das Belegexemplar, ja, und sobald ich da mehr weiß, setze ich es unter das Video beziehungsweise vielleicht auch auf Instagram. Wer den Hintergrundsong in voller Länge hören will, kann unten in die Videobeschreibung gucken. Der heißt Schwarze Vanilla, der Song, und der ist jetzt auch erhältlich. Genießt den Fremdschirm-Jazz auf Spotify und allen anderen Musikdiensten. Hey Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen. Wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, macht das gerne im Kommentarfeld. Und wenn ihr mich abonnieren wollt, sodass ihr immer alles mitkriegt, dann macht das bitte hier. Komm schon!
Oh yeah. Oh yeah.